Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Travelers Rest. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. So, wir machen weiter. Was hat man da, Pfeffer? Ich habe gar keine Ahnung mehr, wo, wie, was wir machen können. Hier fehlt mir Bitterhopfen. Alles klar. Mir fehlt echt Bitterhopfen. Okay. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Wo haben wir den Pfeffer drin? Haben wir den hier oben mit drin? Eigentlich nicht. Den Pfeffer, den müssen wir irgendwo an. Den haben wir hier mit drin. Okay. Mir fehlt echt Bitterhopfen. Das heißt, ich muss Bitterhopfen auf jeden Fall anbauen. Und wir haben da sogar 3 Bier fertig. Das heißt, ich kann auf jeden Fall noch eins mitnehmen. Kann die 3 rausnehmen. Kann die 3 reinpacken. Ansonsten haben wir... Doch, da haben wir noch eins. Da ist noch eins fertig. Das ist noch fertig. Da können wir den noch reinpacken. Und den Wein, brauchte ich den als... Ne, brauchte ich nicht. Okay. Dann packen wir das alles mal hier hin. Oh, wir haben richtig viel... Wir haben richtig viel Getränke. Das heißt, wir können auf jeden Fall unsere Kneipe aufmachen. So, packen hier das Essen hin. Ich glaube... An Aufgaben hat man nichts weiter. So, den Käse hier hin. Dann sag ich mal, du wirst gefüttert. Dann braucht man natürlich auch noch wieder ein paar Kerzen. Bei den Leuten soll es ja eigentlich ganz gut gehen. Da braucht man noch eine Kerze. Und hier unten brauchen wir auch noch eine Kerze. So. Habe jetzt meine Miete eigentlich gestreichelt? Nee, und ich brauche immer noch Bitterhopfen. Oh, warte mal, den können wir sogar abgeben. Sehr schön. Getreidebrei mit Reis können wir auf jeden Fall auch machen, weil das geht relativ schnell. Und da sehe ich gerade auch noch eine Kerze. Getreidebrei mit Reis, das ist kein Problem. Das hier müsste Reis sein. Wunderbar. So. Können wir was ernten? Wir können Tee ernten. Und ich brauche auf jeden Fall Bitterhopfen. Und wir können Ananas ernten. So. Und die Himbeeren nehmen wir natürlich auch mit. Da haben wir noch mal ein bisschen Tee. So. Was habe ich gesagt? Wir brauchen Bitterhopfen. Da haben wir gar nichts mehr. Die nehme ich mal so mit. Hier haben wir noch 27, da haben wir 25, da haben wir 17. Da haben wir auch 17. Dann würde ich aber gerne Bitterhopfen auf jeden Fall noch anbauen. Dann wächst denn der. Der wächst nur im. Ach nee, der wächst ganzjährig. Okay, warte mal, dann machen wir hier 30. Machen wir hier 30. Und machen von dem auch 30. Im Geld her sollte es ja auf jeden Fall ausreichen. Okay. Dann hat man hier Holz. Dann hat man hier wahrscheinlich Nägel. So, dann brauchen wir auf jeden Fall Brennholz. Hier hat man auch noch mal Nägel. Dann holen wir uns die Steine, gehen zu unseren Tieren gucken. Das Eisen nehmen wir natürlich auch mit. Und als nächstes wollten wir, glaube ich, dann unseren Hühnerstall verbessern. Da brauche ich dann halt noch mal ein bisschen Futter, ne? Habe ich jetzt die Eier eingesammelt? Ich habe die Eier eingesammelt. Okay, dann schauen wir mal, ob wir... Nein, können wir nicht. Okay. Einmal Futter rein. Einmal Futter rein. Einmal Stroh rein. Aufgefüllt.
Also wir brauchen definitiv Stroh und Futter wieder. Das können wir aber gleich machen, weil wir müssen ja eher unten lang. So, dann auf jeden Fall Stroh. Sehr schön. So, den Rest nehmen wir mit. Dann holen wir uns auf jeden Fall die Kohle hier und dann machen wir uns noch ein bisschen Brennholz. Also wie gesagt, Kohle geht uns gerade so ein bisschen aus. Das Brennholz, wie gesagt, das können wir ja machen. Ich hoffe ja mal, die Bestellung wird relativ schnell geliefert, damit wir den Bitterhopfen anbauen können. Hier können wir nichts machen. Bin gespannt, wenn die Bäume hier fertig sind. Dass wir da das erste Mal, ernten können. Und ich habe so alles beim Anbau alles auch halt so ein bisschen durcheinander. Da müsste ich eigentlich ein bisschen mehr Ordnung reinkriegen. Ja, das passt schon. Also unsere Kneipe läuft auf jeden Fall sehr gut. Wir haben schon wieder ein bisschen Geld gemacht. So, also Steine kommen hier rein. Den Mörtel nehme ich mit, der kommt hier rein. Eisen haben wir hier. Das nehmen wir mit. Machen wir gleich nochmal komplett. Dann ist hier einmal das Stroh fertig. Machen wir gleich nochmal Stroh. Müsste dann sogar noch für einmal reichen, theoretisch gesehen. Die Stellung ist noch nicht durch. Und da oben ist zweimal... Ja, also warte mal, was haben wir denn hier? Da packen wir einen Wodka rein. Bier. Und das ist Apfelwein, na, den können wir auch mal hier reinpacken. Das kommt da an. In so einen ollen Latsch haben wir noch. Das dort rein. Das dort rein. Das brauchen wir zum Abgeben. Dann machen wir das hier so lange. Beim Bier können wir mal schauen. Das dort rein. Das dort rein. Das dort rein. Machen wir ein bisschen Lagerbier mit Honig, Ananas und Orange. Und dann machen wir... Machen wir noch ein Roggenbier mit Orange. Weintrauben. Das passt. Das hier rein, das hier rein. Eier kommen hier rein. Tee kommt hier rein. Den Haferbrei, den müssen wir abgeben. Bitterhopfen hatte ich ja, glaube ich, bestellt, wenn mich nicht alles täuscht. So, den können wir abgeben. Wunderbar. Da ist unsere Bestellung auch angekommen und wir brauchen als erstes Bitterhopfen auf jeden Fall. Den pflanzen wir jetzt auch gleich hier an. So, 30 mal, wunderbar. Machen wir gleich den nächsten. Wie gesagt, der wächst ja das ganze Jahr. Dann haben wir ja alles voll. Hier haben wir noch einen. Und dann kommt das restliche hier noch. Aber hier muss ich auf jeden Fall gießen. Hier muss ich auf jeden Fall erstmal gießen, sonst klappt das nicht. Oder täuscht das? Ah, ich gieße hier mal durch. Ich weiß nicht, ob es geregnet hat. Ich gieße ja sicherheitshalber mal durch. Hier kann ich eigentlich auch mal durchgießen. So.
Weiter geht's. Ja, wir müssen ab und zu müssen wir die Felder mal gießen. Das gehört dazu. So. Wir wollen ja, dass unser Hopfen hier wächst und gedeiht. So, dann sind wir durch. Dann können wir auf jeden Fall den Bitterhopfen noch abgeben. Du brauchst noch mal ein bisschen was zu trinken. Das nehmen wir auch gleich mit. Dann machen wir das und das. Da haben wir noch vier. Und das. Jetzt kommt das hier rein. Der Bitterhopfen kommt hier hin. Den kann ich zum Essen geben. Hier schon wieder alle. Okay, na dann packen wir hier den Rotwein rein. Der Brei kommt hier mit rein. So, hier füllen wir auf. Oh, roter. Warte mal, das ist schwarze Teeblätter. Der ist schon wieder alle. Dann müssen wir den Tee auf jeden Fall mal machen. Tee mit schwarzen Teeblättern. Und dann haben wir, glaube ich, noch grün und rot. Ne, rot haben wir nicht. Weiß und grüne Teeblätter haben wir noch. Okay. Müsste eigentlich sein, ja? Grün und weiße Teeblätter. Genau. Wunderbar. Das läuft. Sehr schön. Dann holen wir uns mal noch das Holz ab. So, warte mal. Hier machen wir auch noch mal ein bisschen Holz. Wie sieht es denn aus mit Feuerholz? Haben wir 80, 87, 95. Das reicht auf jeden Fall. Kriegt man hier noch das Stroh? Ja, 45, 15, also 30. 30 mal Heu brauchen wir auf jeden Fall. 30 Heu brauchen wir, um Stroh zu machen. Okay. Schön einsammeln. Unten haben wir noch sehr viel. Wunderbar. So, das nehmen wir alles mit. Haben wir noch irgendwo richtig viel? Ein bisschen was sollte man wahrscheinlich stehen lassen, oder? Ich weiß es nicht genau. So. Ich hab schon ganz schön viel Wasser ausgegeben. Wahnsinn. Holz dahin haben wir, glaube ich, erstmal genug. Gleich nochmal Stroh und dann kommt das alles hier rein. Da haben wir wieder ausreichend. Wie viel Stroh haben wir denn jetzt? 38, das passt. Danach müssen wir ein bisschen Futter machen. Bisschen Hühnerfutter. Aufgaben haben wir keine mehr. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit eigentlich. Ach, der Schoder fertig hier oben. Packen wir den rein. Den Weinbrand können wir dann auch noch reinpacken, da auf jeden Fall. So, Tee ist fertig. Jetzt mache ich auf jeden Fall nochmal Tee mit weißen Teeblättern. Weiße Teeblätter noch, genau. Warte mal, das Bier kommt dahin. Und nochmal mit schwarzen Teeblättern muss ich auch nochmal Tee machen. So. Dann haben wir hier nur 10. Das ist schon wieder fertig. Und das Bier ist auch schon wieder fertig. Wow, das ging jetzt. Das ging jetzt richtig schnell.
Komm, wir machen mal einen Rotwein mit Trauben und wir machen mal einen Weißwein. So. Okay. Der Rest kommt in den Keller, weil fertig ist ja sowieso nicht, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. So, da kommt das Bier hier rein. Käse haben wir auch noch einmal. Mizi wird gestreichelt. Käse können wir nur ungereiften Cheddar machen. Bei dem anderen fehlt halt Quark. Da fehlt Quark. Moment, Quark können wir aber machen. Wir können Quark aus Kuhmilch machen und wir können Quark aus Schafsmilch machen. Das kriegt man auf jeden Fall hin. So, das sieht ganz gut aus. Wie sieht es mit dem Essen aus? Ja, da fehlen uns Zucchini, Paprika, Maiskolben können wir machen. Und wir könnten nochmal gebratenen Fisch machen. Algensalat läuft, glaube ich, nicht. Na, machen wir hier gebratenen Fisch. Machen wir den. Und das. Und das. Oder mit Butter. Es gibt 8. Es gibt 5. Es gibt 13. 7. 5. Butter gibt 8. Ist am meisten. Das gibt 11. Machen wir das. So. Passt. Läuft alles. Was kann man hier oben noch machen? Da fehlen uns Karotten. Würzgurken könnte man natürlich machen. 7, 18, 6. Machen wir mit Zwiebeln. So. Läuft. Du kannst nicht in den Keller rein, Mieze. Das lasse ich nicht zu. So, sieht noch ganz gut aus. Bestellt haben wir, wie gesagt, nichts, ne? So, jetzt ist auf jeden Fall das Heu fertig. Jetzt machen wir die Getreidemischung. Okay, ja, die Getreidemischung brauchen. Matschepampe brauchen wir dann auch noch. So, hier bin ich bei 94. Sehr gut. Wir könnten jetzt noch ein bisschen. Ich würde sagen, komm, wir gehen mal noch ein bisschen angeln. Es ist 18.05 Uhr. Wir haben noch eine Weile Zeit. Vielleicht kriege ich noch ein paar aromatische Kräuter hier. Hier so rum. Was ist denn heute für ein Tag eigentlich? Ist heute sogar Mittwoch. Dass ich hier zu dem Kollegen gehen kann. Ne, heute ist Dienstag, okay. Da haben wir noch einen alten Schuh gefunden. Da haben wir nur ein Würmchen. So, und wir wollten ja jetzt noch ein bisschen angeln gehen hier, ne? Ich angle mit Würmern gerade. Ich versuche mal mit Maden zu angeln hier, ob das funktioniert. Weiß es aber nicht. Adlerfisch. Aber mit Würmern ist, glaube ich, nur an der. Oh ne, doch nicht. Mit Maden. Ein Karpfen haben wir da gefangen. Sehr schön. Karpfen hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Na komm, beiß an. Eine Regenbogenforelle, sehr schön. Läuft. Also wie gesagt, Fische haben wir, glaube ich, denke ich mal, auch genug. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Und da haben wir noch einen Karpfen bekommen. Sehr gut, dann angeln wir ja drüben mal noch ein bisschen. Vielleicht gibt es ja hier auch noch irgendwelche anderen Fische. Aber das sind halt Flussfische hier, da dürfte es eigentlich nichts... Nichts anderes geben, denke ich mal. Eine weitere Regenbogenforelle. Und da haben wir noch einen alten Stiefel. Hier gehen wir mal auf Würmer wieder. Ja, ich weiß, wird dunkel. Ist gut, ist gut. Ich möchte aber noch schauen, was es hier am Strand gibt. Möchte meine alten Dinger noch. So, den Krebs nehmen wir mit. Den Seeigel nehmen wir mit. Und ich möchte hier nachts auf jeden Fall auch nochmal angeln. Ah, ich weiß nicht, ob hier Würmer oder Maden besser sind. Ich glaube, mit Maden geht es hier im Meer nicht. Ich glaube, mit Maden geht es hier nicht.
Oh, ein Steinbutt haben wir gefangen. Sehr gut. Da haben wir einen Seestern bekommen. Ja, ja, ich möchte unbedingt eine Decke kaufen bei dir, ne? Da haben wir noch eine Muschel. Da haben wir noch einen alten Stiefel. Sehr schön, die können wir auf jeden Fall eintauschen. Wie viele Münzen haben wir denn da? Wir haben 12. Okay, wir können auf jeden Fall mindestens eine weitere Tischdecke kaufen bei dem Kollegen. Müssen wir den natürlich erstmal finden. Wo geistert der hier rum? Eine Tischdecke. Sehr schön. Wunderbar. Die kriegt man auf jeden Fall. Die bringt auf jeden Fall immer Komfort 4. Also wenn wir überall Tischdecken drauf haben, ist unser Kneipenruf definitiv richtig gut. Der Kollege schläft schon dort. Das verstehe ich auch. Es ist 22 Uhr. Wie gesagt, ich werde jetzt meine Fischis abgeben. Wir haben 26 Goldmünzen. Ich glaube, wir brauchen 34, um den Hühnerstall auszubauen. Also ich denke mal, in der nächsten Folge, beziehungsweise in der übernächsten Folge, sollte das auf jeden Fall, da haben wir noch ein bisschen Gras, sollte das auf jeden Fall passen. So, also Gras kommt hier rein. So, dann machen wir hier nochmal Matschepampe. Für die Schweine, da muss ich auf jeden Fall meine Tiere reinlassen. Nicht, dass die krank werden. Das kommt auf jeden Fall, die Tischdecke kommt auf jeden Fall hier drüber. Da oben ist schon wieder was alle. Haben wir da noch ein bisschen? Ja, da kommt der rein. Da kommt das rein. Dann machen wir hier gleich nochmal voll. Wunderbar, Essen haben wir keins. Der ist sauer, der fliegt auf jeden Fall raus. Weil unser Kollege da Pause macht, ne? So, Quark hat man hier. Wir können aber gleich auch nochmal Quark machen aus Schafsmilch. Da haben wir 8, 6, 5, 4. 5, 4. Da haben wir nochmal Gewürzgurken. Das kommt alles dort oben rein. Muscheln kommen hier rein. Quark hat man, glaube ich, hier. Die Kräuter hat man hier. Das ist Essen und das andere muss... Das muss hier runter. Okay. Das packen wir dahin. Da ist sogar wieder was fertig. Das nehmen wir raus, packen das rein. Sehr schön. Das ist noch Essen. Aber wie gesagt, ich mache gleich meine Kneipe wieder zu. So. Ich könnte ja nochmal zu unserem Papagei gehen. Ah, minus 5. Okay, das war, glaube ich, nicht so gut. Das war nicht so gut. Da haben wir 10, da haben wir 12. Jetzt haben wir 7 und 6. Das heißt, wir könnten auf jeden Fall ungereiften Primang. So, nochmal 13, 15, 5. 15, 22, der gibt 16. Der gibt 20. Väter haben wir aber noch eigentlich. Aber ist okay, da brauchen wir zumindest keinen. Zwiebelringe haben wir noch. Hier fehlen uns überall Garnelen und sowas. Das Maiskolben, da fehlt uns jetzt Butter. Butter kann man aber machen. Gebratenen Fisch, Joghurt, Algensalat geht, glaube ich, nicht so gut. Wir machen mal noch einen Nussriegel. Können wir gleich mal noch einen Nussriegel machen. So. Dann mache ich meine Kneipe gleich zu. Unsere Miete legt sich sowieso schlafen. So, der schmeißt den noch raus. Das ist sehr gut. Dann holen wir uns noch unser Wasser. Schließen unsere Kneipe. Holen uns noch hier oben unsere Matschepampe.
Wie sieht's aus? Wir haben 24, 28, also müssen wir noch auf jeden Fall das mit den Donnern machen. So. Da muss ich dann aber nochmal neu bestellen. Was ist denn das hier? Erbse und Frühlingszwiebel. Kriege ich die bestellt? Erbse und Frühlingszwiebeln. Frühlingszwiebel. Dann mache ich 10. Dann mache ich 15 Frühlingszwiebeln und Erbsen. Erbsen kann ich nicht bestellen, ne? Zuckerrohr, Zucchini, dann nehme ich hier auch irgendwas anderes, was billig ist. Dann machen wir da 15, okay. Schwarzen Tee braucht man nicht, sondern weiße Bohnensaat, Sommer und Herbst. Brauche aber was, was im Winter wächst. Herbst und Winter, weißer Kohl. Okay, dann nehme ich da nochmal welche mit Zuckerrohr. Frühling und Herbst, Zwiebeln wachsen auch im... Die wachsen auch definitiv im Winter, sehr schön. Ist das jetzt schon fertig? Nee. Okay, Kneipe ist geschlossen. Wir haben noch 2 Siegel. Wie sieht es denn aus hier mit unseren Materialien? Also Holz haben wir genug, Nägel haben wir erstmal genug. Holzstangen haben wir auch noch. Hier könnte noch ein bisschen Holz rein. Da würde ich sagen, nehmen wir das Holz mal weg und packen das mit hier unten rein. So, dann sieht das hier auch gar nicht so gut. Ein paar Steinchen könnten wir noch machen. Dann machen wir gleich hier oben noch ein bisschen Holz. Das ist noch um 1. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Also auf jeden Fall, das kriege ich auf jeden Fall nochmal weg. Sehr schön. Kann ich Klee nochmal machen. So. Ja, sieht ganz gut aus, was das Essen angeht. 2 Spritzen haben wir auch. Die gehen alle nach Hause jetzt. Kerzen sieht auch noch gut aus. Da ist auch noch alles voll. Katze hat was zu futtern. Da haben wir die Nussriegel fertig, da ist die Butter fertig, die muss eigentlich... Ja, Butter habe ich hier mit drin, die Nussriegel sind zum Essen. Tomatensoße, da fehlen mir halt Tomaten. Die Soße habe ich gar nicht mehr. Geröstete Süßkartoffeln können wir noch machen und... Tja, Steak haben wir genug. Fleischspieße haben wir gar nicht mehr. Was haben wir hier am meisten? Das gibt 6, das gibt 25, 23, 17, 16, 62, machen wir das rein. So. Dann können nämlich die Nussriegel hier rein. Das neue Essen ist auch schon in Arbeit. Ja. Da ist alles voll, da können wir ins Bettchen gehen jetzt. Wunderbar. 1.30 Uhr, das passt. Bis um 3 Uhr habe ich Zeit. Holz ist fertig. Immer gleich nochmal reinschmeißen hier. Wir haben ja genug. Getreide. Machen wir nochmal. Matschepampe. Ah, da brauche ich 5 Stück, okay. So. Dann sieht es doch schon wieder gut aus. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Bettchen. Ist die Folge vorbei. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen. Oder schreibt gerne einen Kommentar. Ich würde mich freuen. Kann ich hier nochmal? Ja, komm, ich kann hier noch. Machen wir gleich nochmal. So. Dann, warte mal, was hatte ich denn hier jetzt nochmal? Da hatte ich nochmal diese komische Soße. Die können wir da reinpacken mit, denke ich mal. Und dann geht's ab ins Bett. Bis zum nächsten Mal. Euer Basti. Tschüssi.